Ja, Jurassic World Chaos Theory hat es einfach geschafft. Ich bekomme immer mehr Nachrichten auch von euch, dass sich gerade die Leute, die sich bisher noch nicht an die Animationsserien rangetraut haben, genau jetzt die ersten Staffeln von Camp Cretaceous angucken. Und ihr seid zum Großteil wirklich begeistert davon. Im schlimmsten Fall immer noch ein bisschen skeptisch. Was ich nachvollziehen kann, die Animation ist eigen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ansonsten bin ich wirklich froh drüber, dass das Ganze jetzt so einen Schuss nach oben macht. Denn Jurassic World Chaos Theory macht meiner Meinung nach wesentlich mehr richtig als die Jurassic World Filme. In diesem Video jetzt hier wird es übrigens auch Spoiler geben zum Ende von Jurassic World Chaos Theory Staffel 1. Deswegen, wenn du keine Spoiler hören möchtest, dann schalt jetzt am besten ab. Spoiler beginnen in 3, 2, 1. Brooklyn hat die ganze Nummer überlebt und hat bei dem Vorfall mit den Atrociraptoren nur ihre Hand verloren. Lasst uns da nochmal ganz kurz einschlagen, weil ich sehr häufig auch lese, ja, der Allosaurus hatte ja die Hand, ja, aber der Allosaurus. Und dazu muss ich ganz klar sagen, nein, wir erfahren ja in der Serie selber, in der vorletzten oder in der letzten Episode, dass es die Atrociraptoren gewesen sind, die Brooklyn die Hand abgebissen haben. Es wird zumindest sehr stark darauf hingedeutet. Als dann nämlich die Raptoren-Lady und Jensen sich vor Doug aufbauen und ihm quasi eine Drohung aussprechen, dann sagt Jensen einen Satz so ähnlich wie, naja, die Atrociraptoren sind wesentlich besser darin, Menschen zu jagen und auszuschalten, als so ein wilder Allosaurus. Also irgendwie so ganz grob wird das zumindest gesagt. Und Doug reagiert kurz daraufhin mit einem Blick auf die Atrociraptoren und sagt, ach, die sind das gewesen, die das Mädchen angegriffen haben. Ich glaube, dass die Serie uns damit genau das sagen will. Ja, die Atrociraptoren sind diejenigen, die Brooklyn angegriffen haben. Das heißt, dass Brooklyn tatsächlich oder möglicherweise schon mit unserer mysteriösen Raptoren-Lady in Kontakt getreten ist. Kommen wir jetzt also hier mal zu Punkt Nummer 1, was Staffel 2 definitiv liefern muss. Wir brauchen eine Backstory für die Raptoren-Lady. Über die haben wir in Staffel 1 eigentlich gar nichts erfahren. Wir wissen durch die letzten Episoden, dass sie die Atrociraptoren nicht einfach nur als stumpfe Werkzeuge benutzt, sondern scheinbar auch einen wirklich innigen Bezug zu den Tieren hat. Ebenfalls verliert sie in Episode 10 auch ihre eiskalte Mimik und zeigt zum allerersten Mal ein wirklich besorgtes Gesicht. Damit will uns Staffel 1 definitiv darauf hinweisen, dass hinter der Figur mehr steckt. Und so wie ich bis jetzt die Jurassic World Netflix-Animationsserien gesehen habe, vertraue ich wirklich darauf, dass auch das eine geile Hintergrundstory wäre. Als ich zusammen mit Mirko von Prehistoric Zone unseren 3 bis 4 Stunden langen Spoiler-Talk zur ersten Staffel Chaos Theory gehalten habe, da ist Mirko ganz kurz darauf eingegangen, dass er sogar die Theorie aufbauen würde, dass die Raptoren-Lady in Wirklichkeit eine gute Absicht verfolgt. Ich will es hier einfach mal ganz kurz so im Raum stehen lassen, damit ich Mirko auch erwähnen kann und euch darauf hinweisen kann, bitte mal Mirkos Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Interesse an Themen habt, Jurassic World, Jurassic Park, genau wie auch hier auf dem Kanal, plus eben noch das Extra, dass Mirko auf seinem Kanal sehr viele Sammelfiguren vorstellt. Sowohl teure Sammelfiguren, günstige Sammelfiguren, schwer zu beschaffende Sammelfiguren, Unikate und alles Mögliche. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, da oben drauf zu klicken, Mirkos Kanal zu abonnieren, denn auch Mirko und ich werden in Zukunft wesentlich mehr Projekte zusammen machen, unter anderem Livestreams, wir werden Talks zusammen machen, wir werden Videos aufnehmen und vor allem auch endlich den Podcast hier auf dem Kanal starten. Also einfach klicken und kurz abonnieren, das kostet ja nichts. Das ist demnach also günstiger als der Tag mit reduzierten Preisen im Jurassic Park, den Donald Tenero John Hammond vorgeschlagen hat. Meine Meinung zu dieser Theorie habe ich im Livestream auch ganz kurz mal so in den Raum geschmissen. Ich glaube da irgendwie nicht dran. Mir ist diese Raptoren-Lady ein bisschen zu eiskalt gewesen, die war mir zu radikal, dafür, dass sie dann am Ende vielleicht eigentlich die Gute in der Geschichte ist. Und es kommt raus, dass sie, keine Ahnung, die Jungs und Mädels nur beschützen oder retten wollte. Das passt irgendwie alles nicht. Dafür hat sie einfach schon zu viel Blut an den Händen. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass sie eine Hintergrundgeschichte bekommt, bei der wir als Zuschauer verstehen, warum sie jetzt zu dieser Person geworden ist. Das glaube ich doch dann eher. Und meine Prognose ist, dass unsere Raptoren-Lady in Staffel 2 relativ zum Ende einen kleinen Twist machen wird. Sie wird ebenfalls den Heldentod bekommen. Naja, und auf jeden Fall sterben. Diese Prognose schmeiße ich einfach mal ganz kurz in den Raum, denn laut Gerüchten soll ja auch Staffel 2 von Jurassic World Chaos Theory diese Chaos-Theory-Story erst einmal beenden. Staffel 1 und 2 scheinen nämlich parallel zusammen produziert worden zu sein. Vielleicht war sogar mal geplant gewesen, Staffel 1 20 Folgen zu geben oder eben mehr Folgen zu geben. Und es wurde sich dann aber kurzfristig dazu entschieden, das Ganze in 2 Parts zu teilen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall gibt es Gerüchte da draußen, die sagen, dass mit Staffel 2 dieses ganze Brooklyn
Pfeifen-Raptoren-Lady das ganze Mysterium aufgelöst und fertig erzählt werden soll. Kommen wir also gleich mal zu Brooklyn. Wie könnte es mit ihr weitergehen? Brooklyn hat einige Sachen aufgedeckt. Sie hat sehr lange recherchiert. Wir sehen in jedem Rückblick, in nahezu jedem Rückblick, dass Brooklyn mindestens am Handy oder an einem Laptop im Dark Jurassic zu recherchieren scheint. Also sie ist auf jeden Fall da einer Sache sehr stark auf der Spur. Ich meine, wir bekommen ja auch zum Teil mit. Wir bekommen erzählt, was Brooklyn wohl aufgedeckt hat. Meine Theorie hierbei ist, dass das nicht alles ist. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Auf jeden Fall hat Brooklyn ihre gesamten Freunde und scheinbar auch die Familie im Glauben gelassen, dass sie tot ist. Und ich meine, das wäre nicht einfach ohne Grund. Zum Schluss sehen wir dann ja, wie Brooklyn mit ihrer Cyberpunk-Frisur sich in die Kamera dreht und auf ihr Handy guckt. Und irgendwie haben viele von uns das Gefühl, dass Brooklyn hier die Antagonistin ist. Ich glaube das tatsächlich inzwischen nicht mal mehr. Ich glaube, dass Brooklyn gegen das vorgeht, was die Raptoren-Lady tatsächlich plant. Bei der glaube ich übrigens auch nicht, dass sie die Anführerin von etwas ist. Nein, ich glaube tatsächlich, dass möglicherweise dieser Broker irgendwo dahinter stecken kann. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir da noch einen großen Antagonisten bekommen und dass auch die Raptoren-Lady nur nach seiner Pfeife tanzt. Was ein lustiger Satz war, weil sie hat ja die Pfeife. Trotz allem könnte Brooklyns Geschichte sehr kontrovers werden. Ich meine, sie haben das wirklich durchgezogen, ihr die Hand abzunehmen. Wir haben jetzt einfach Brooklyn, die mit dieser Verletzung ewig lang leben muss. Und das wird natürlich auch Auswirkungen auf den gesamten Charakter haben. Plus eben noch, dass unsere Helden ja in sämtliche Situationen geschmissen wurden, nur aufgrund dessen, dass Brooklyn ihnen verheimlicht hat, dass sie noch am Leben ist. Ich schätze mal, dass sogar Kenji das nochmal ansprechen wird. Brooklyn ist Kenjis Ex-Freundin, welche er verlassen hat, weil sie eben keine Aufmerksamkeit ihm gegenüber hat und immer irgendwie abgelenkt ist. Inzwischen wissen wir ja sehr wahrscheinlich vom Dark Jurassic selber und eben von den Machenschaften, die sie aufgedeckt hat. Möglicherweise bekommen wir aber auch raus, dass Brooklyn Kenji dazu gekriegt hat, dass er mit ihr Schluss macht, damit sie sich nach und nach in diesen vermeintlichen Tod stürzen kann. Denn auffälligerweise hat sich Brooklyn vor diesem Ereignis noch einmal von allen ihren Freunden verabschiedet. Das wäre eine weitere Theorie, dass sogar die Verletzung von Brooklyn selber lediglich ein Plan gewesen ist, um von der Bildfläche zu verschwinden und aus dem Hintergrund zu agieren. Das heißt, auch Kenji wird, wenn er wieder auf Brooklyn trifft, möglicherweise ihr die Schuld für den Tod seines Vaters geben. Noch dazu müssen wir auch diesen ganzen Liebeskonflikt auflösen zwischen Darius, Kenji und Brooklyn. Und ich weiß nicht, wie weit die Serie hier treiben wird, aber möglicherweise haben wir dann hier in diesem Dreieck wirklich einen sehr starken Konflikt und am Ende dann tatsächlich einen Verlust. Darius erwähnt in Bens Auto, dass da eine Notiz hängt, auf der draufsteht, geheime Unterwasserlabors von Mentacorp. Ich glaube auch, dass das tatsächlich ein Hinweis auf Staffel 2 sein wird. Da Mentacorp ja mit der Animationsserie verbandelt ist, mit den Filmen aber einfach gar nicht. Es würde relativ wenig Sinn machen, diesen Verweis jetzt zu streuen und dann Mentacorp im kommenden Jurassic-Film einzubauen, weil da wüsste man ja gar nicht, was das überhaupt ist und müsste es quasi nochmal neu einführen. Da wir aber Mentacorp schon in der Serie haben, könnte ich mir im Endeffekt auch vorstellen, dass das, was Brooklyn herausgefunden hat, beziehungsweise auch vielleicht der gesamte Komplott, irgendetwas mit Mentacorp selbst zu tun hat. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich hätte andauernd das Gefühl, dass sich das Szenario in Jurassic World Chaos Theory Staffel 1 anfühlt wie so ein Bandenkrieg. Wir haben einfach verschiedene Parteien. Wir haben einmal die guten DPW-Mitarbeiter, wir haben die bösen DPW-Mitarbeiter, also quasi die Korrupten, die das Ganze unterwandert haben. Dann haben wir noch die Nublar 6, beziehungsweise die Nublar 5. Wir haben die Pfeifen-Lady, die ja aber anscheinend auch nicht zwingend mit den bösen DPW-Mitarbeitern zusammenarbeitet, sondern auch nochmal ihr eigenes Ding macht. Und dann haben wir ebenfalls noch Brooklyn und die scheint ja nochmal auf einer ganz anderen Seite zu sein. Zum Ende der Serie sehen wir ebenfalls, dass die eine DPW-Mitarbeiterin, die zuvor die Chefin von Darius gewesen ist, die wir aus Episode 1 kennen, dass die tatsächlich weiß, was abgeht. Diese Frau weiß, dass Brooklyn noch am Leben ist. Sie hat Darius nur einfach nicht erzählt. Meine Theorie hierbei ist, dass diese Frau Brooklyn vor dem Tod gerettet hat und naja, irgendjemand muss ja die Verletzung, die verlorene Hand, die Wunde von Brooklyn verarztet haben, nachdem ihr der Atrociraptor die Hand abgebissen hat. Ich schätze mal, dass das die Frau gewesen ist, dass die aus irgendeinem Grund auch dort vor Ort gewesen ist und deswegen ist sie auch die Einzige, die davon weiß, dass Brooklyn noch lebt. Wir werden den Spinosaurus wiedersehen.
behaupte ich jetzt einfach mal so ganz plump hier rein. Ich meine, wir alle wollen doch wissen, kommt der Spinosaurus nochmal vor? Und ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und muss sagen, ich glaube schon, ja. Ich erkläre euch sogar, wie das funktionieren könnte. Wir wissen nämlich vom lieben Colin Trevorrow, dass der Spinosaurus noch im offiziellen Kanon verankert im Biosyn Valley gewesen ist. Wir haben ihn eben einfach nur nicht gesehen. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir gerade mal da oben verlinkt. Das ist so eine der typischen Sachen, die einfach Colin Trevorrow im Nachhinein über X, ehemals Twitter, veröffentlicht hat, nachdem er gemerkt hat, dass die Fans das irgendwie einfach wollen. Ich meine, im offiziellen Kanon haben wir jetzt auch stehen, dass ein Velociraptor aus Jurassic Park 3, so ein roter, auf dem Schwarzmarkt auf Malta gewesen ist. Einfach nur, weil ein Fan geschrieben hat, ich meine, ich habe da irgendwo einen roten Schwanz gesehen. Könnte das ein Velociraptor? Und Colin Trevorrow sagt einfach, ja, ist ab jetzt Kanon, wenn du das möchtest. Wir haben da ja schon ausführlich drüber gesprochen. Es gab so ein paar Fälle, wo Colin Trevorrow einfach gemeint hat, er müsste irgendwas bestätigen. Das heißt, ja, der Spinosaurus wurde von der Isla Sorna erst auf die Mentacop-Insel gebracht und dann von dort aus von Biosyn nochmal ins Biosyn Valley. Machen wir mal ein ganz kurzes Quiz. Wo steht Biosyn Valley? Richtig, in Italien. Und wo ist Italien auf der Weltkarte einzuordnen? Ganz genau, Europa. Was verbindet jetzt die übrigen Nublar 5 in der kommenden Geschichte mit Europa? Ja, im Endeffekt Bens Freundin. Auch die wurde einmal ganz kurz angerissen und da haben wir auch schon Theorien drüber gesponnen. Ich habe hier erstmal Maisie verdächtigt, da muss ich sagen, ne, ihr habt alle recht. Maisie kann nicht sein, wenn doch, wäre es illegal, weil Ben ist in Jurassic World Chaos Theory 21 Jahre alt und Maisie müsste zu diesem Zeitpunkt ungefähr 15 Jahre alt sein. Das wäre schwierig. Vielleicht bekommen wir noch irgendwie einen Plot, dass Ben auch noch vom Staat verfolgt wird oder irgendwie sowas. Nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, dass wir Bens Freundin eben noch nicht kennen. Tatsächlich gibt es aber einen Grund, warum die hier eingeführt bzw. aufgebaut wird. Wir brauchen einen Grund, nach Europa zu kommen, aus welchem Grund auch immer, möglicherweise aber, um noch einmal in das Biosyn Valley zu gehen. Denn das Biosyn Valley müsste soweit eigentlich verlassen sein und vom Staat kontrolliert werden. Denn aus offiziellen Daten, zum Beispiel aus dem Dino-Tracker, wissen wir, dass das Biosyn Valley jetzt nur noch eine Art Naturschutzgebiet ist, in welchem Dinosaurier so frei wie möglich leben sollen. Hier wird also der Lebensraum der Dinosaurier auf deren Bedürfnisse perfekt angepasst. Und um das perfekt anzupassen, bräuchten wir zum Beispiel auch wieder Technologie von Mentacorp. Ihr merkt, das kann miteinander zusammenhängen. Wenn der Spinosaurus allerdings ebenfalls noch im Biosyn Valley ist und unsere Helden sich nun dahin begeben, aus welchen Gründen auch immer, könnte es sein, dass wir den Spinosaurus wiedersehen. Denn ja, Universal gehen tatsächlich solche Fanlieblinge nicht durch die Lappen. Können wir uns daraus also eine nachvollziehbare Handlung für Staffel 2 selbst zusammenspinnen? Ich muss sagen, es wird schwierig, aber ich kann diese Brocken einfach nochmal versuchen, miteinander zu verknüpfen. Ich glaube tatsächlich, dass wir in Staffel 2 damit beginnen, dass wir sehen, wie unsere Helden weiter auf diesem Schiff sind. Dann kommt Ben auf die Idee, komm, lass nach Europa fahren, zu meiner Freundin. Aus welchem Grund auch immer, weil die vielleicht irgendwas weiß, vielleicht kennen wir sie auch doch schon. Es wird auf jeden Fall irgendeinen Grund geben. Dann fahren sie nach Europa, besuchen dann das Biosyn Valley, bekommen dann dort mit, dass Mentacorp inzwischen die Finger mit in diesem Biosyn Valley drin hat, was auch Sinn ergeben würde. Ich meine, Inden gibt es nicht mehr, Biosyn dürfte es eigentlich auch nicht mehr geben. Und da Mentacorp ja laut Ben noch existiert, könnten die wirklich versuchen, im Geheimen diese ganzen Experimente und Machenschaften an sich zu reißen. Dann würden wir also ins Biosyn Valley gelangen, würden dann Informationen zu den geheimen Unterwasserlabors bekommen und dann würden wir die Geschichte ebenfalls noch dahin verlagern und wahrscheinlich neue Unterwassersaurier sehen, sowas wie den Plesiosaurus vielleicht mal. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ansonsten wird es wirklich schwierig. Ich weiß nicht genau, was Brooklyn jetzt als nächstes vorhat. Ist ihre Idee, einfach nur den Schwarzmarkt zu zerstören? Das könnte auch sein. Ich meine, wenn Staffel 2 jetzt wirklich ein Ende dieser Chaos Theory Storyline werden sollte, könnte man das wirklich damit enden lassen, dass Brooklyn und Co. es schaffen, den Schwarzmarkt auf Malta zu zerstören. Weil der ist ja scheinbar mit so ein zentraler Ankerpunkt bei der Überfahrt, bei der Versendung von Dinosauriern. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten hat die Serie uns noch sehr viel offen gelassen, was ebenfalls noch bearbeitet werden muss. Und ich schätze mal, dass wir diesen Juni, also jetzt diesen Monat hier, da das ja auch der Jurassic June ist, dass wir hier einen ersten Teaser oder eben zumindest eine Bestätigung bekommen werden, dass die zweite Staffel noch dieses Jahr im September möglicherweise auf Netflix erscheinen wird. Jetzt wirst wie immer du gefragt, was hältst du von meinen Ideen, wie das Ganze weitergehen könnte? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Schreib es mir gerne in die Kommentare unten rein. Ich bin sehr gespannt darauf, was du zu meinen Ideen sagst und schreib mir doch auch mal deine Ideen in die Kommentare unten rein. Was meinst du, was wir in Staffel 2 sehen können? Was wären deine Wünsche für Staffel 2? Ich freue mich drauf, die Kommentare zu lesen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.